Jana Bäuchlein stand heute nicht in der Startelf. Könnten Sie kurz erläutern, warum? Nicht gut genug, nein, Spaß. Heiko Gerber zum Scherzen aufgelegt. Darf er auch sein nach einer erfolgreich erfüllten Pflichtaufgabe. Dass die Top-Torschützin der VfB-Frauen gut genug für die Startelf ist, muss sie sicher niemandem mehr beweisen. Die 17-Tore-Frau erholt sich lediglich noch von einer Erkrankung. Auch sonst spielt der VfB weitestgehend in Top-Besetzung. Nur 3 Startelf-Änderungen gegen Schlusslicht Gotzenheim im Vergleich zum Pokal-Halbfinale. Darunter die Top-Torschützin der Frauen 2, Farah Jusufovic, mit ihrem Startelf-Debüt in der ersten Mannschaft. Stuttgart in Weiß macht direkt Tempo, Mandy Islacker mit dem ersten Abschluss. Und nur wenig später wieder der VfB über Islacker. Und Selensky, es ist schnell das erwartete Spiel in eine Richtung. Der VfB drückt dauerhaft Fleischmann auf Marciniak. Kleine Unsicherheit von Landmann im Tor, doch dann der Ball sicher im Nachfassen. Die 24. Einwurf VfB, Kopp. Jusufovic dreht auf, klasse Technik und ein Startelfdebüt nach Maß. Jusufovic direkt mit ihrem ersten Ligator für den VfB. Farah Jusufovic extrem flink, lässt Riesle ins Leere grätschen. Jusufovic mit dem Rücken zum Tor, top auch hier wieder, lässt klatschen, dreht auf. Und hat so beinahe das 2:0 auf dem Fuß. Das Spiel weiterhin eine Einbahnstraße. Selensky, toller Ball auf Islacker, die allein vor Landmann im Tor. Stuttgart müsste höher führen. Die 40. dann, Marciniak holt sich den zurück. Ebenfalls ein platzierter Abschluss, doch es bleibt bei der 1:0 Pausenführung. In Anbetracht des Chancenwuchers ist das zu wenig. Doch kurz nach der Pause, Mandy Islacker mit dem feinen Lupfer zum 2:0. Jetzt macht Stuttgart seine Chancen. Nach diesem Eckball der feine Fuß der Olympiasiegerin. 4. Tor im 4. Spiel. Und nur kurz darauf, nur eine Minute später, Selensky auf Laureta. Temay! Die klassische Temay! Gefühlt kein Spieltag ohne ein Tor der Innenverteidigerin aus über 30 Metern. Die kosovarische Nationalspielerin trifft im 3. Spiel in Folge und der war nicht mal abgefälscht. Ein unhaltbarer Strahl, der sich perfekt senkt. Laureta Temay zum 2. von noch etwas weiter hinten, nur knapp vorbei. Die 21-Jährige strotzt vor Selbstbewusstsein. Jetzt Theresa Böble hält den Ball gegen 2. Latte, der Ball dann frei vor dem Tor. Jusufovic schaltet am schnellsten, schnürt so sogar den Doppelpack in ihrem ersten Startelf-Einsatz. Doch mindestens 50% gehen auf Theresa Böble. Klar, die 3 Verteidigerinnen des SV machen da keine gute Figur. Aber trotzdem musst du den Ball unter so viel Gegnerdruck erstmal halten und dann noch so gefährlich aufs Tor bringen. Der VfB erfüllt die Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht Gottenheim souverän mit 4:0. Also es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir hatten auch schon bessere Spiele, sind leider schlecht ins Spiel gekommen. Nichtsdestotrotz muss man sehen, der Gegner stand auch zu 10 hinten drin und hat den Ball eigentlich nur vorgehauen. So richtig was gewollt haben sie nicht. Und ich denke, deswegen können wir trotzdem stolz sein, dass wir wenigstens die 4 Tore gemacht haben und da weitergemacht haben und 0 gespielt haben. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Tor. Denken Sie, das hat vielleicht Chance, Tor des Monats zu werden? Ich weiß nicht. Also es war ein schönes Tor. Ich bin auch sehr glücklich über das Tor. Aber ich denke, Tor des Monats, ja, gibt vielleicht noch schönere Tore. In der Tabelle gibt es jedenfalls keinen noch schöneren Anblick. Der rote Brustring ist und bleibt auf der 1.